at the number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette. As Thomas looking left and right, he goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the chicane. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over, and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going. Hallo liebe Zuschauer und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur Fanatec GT3 Challenge hier aus Bathurst, Australien. Ich wollte schon einlenken, in dem Moment Car Ride. So was? Wo kommt der denn her? Ja, obwohl er eigentlich der Ford ist, der Windschutz. Fährst du wieder den Ford? Nee, ich fahr Porsche. Ich bin gestern Ford gefahren. Oh. Bernie, fährst du aus der Box los? Ich lass mich von hinten. Mal gucken, wo sind die denn jetzt hier? Und da fährt ja gar keiner. Wir haben erst 2 Minuten rum. Von der Quali oder was? Ja. Alle unterwegs, bis auf den Hendrix, nur Hendrix und Girella, Arsch. Wir haben da gepupst. Wo hast du den gehört? Ja, natürlich. Ich habe eben einen abgelassen, oder da war alles mit drin. Der ging erst so richtig nass los, dann kam Heuler und dann kam V8-Motor hinein. Ja gut, hallo, Herr Lies, grüße Sie. Hallo, hallo? Da sind wir. Genau. Zu zweit. Wir haben noch nie ein Rennen gemeinsam kommentiert, oder? Von unserem Teamkollegen, von Bernie. Da freue ich mich mal da drauf. Simon Huber auf Pole Position. Boah, mit einer 3-2. 2-3, Entschuldigung. Wow. Das ist eine Wahnsinnszeit, was er da gefahren hat. Auf jeden Fall. So, Bernie ist tatsächlich auf Platz 20. Ja, er muss halt, wer ihn hören will, muss fühlen. Müsste Bernie als letzter losfahren. Okay. Ich sehe aber keine Autos. Siehst du Autos? Ja. Wieso sehe ich denn hier nichts? Stehen alle in der Startaufstellung. Achso, warte mal, Pitlane, ich muss doch hier auf. Ja, ich bin Glenn Höck auf dem 2. Platz. Andreas Cortes auf Platz 3 und William Coffey auf dem 4. Rang. Herr Bernhard, ganz hinten. Sven Xobanski auf dem 5. Die fahren ja nur ein kleines Stück Einführungsrunde. Patrick Seitz, den hatten wir schon mal. Ja. Aber hier den Ferrari, den habe ich schon öfters im Training gesehen. Der Simon Huber, 2100er I-Rating. Schon ordentlich, ne? Auf jeden Fall. Ja, der Bernie ist. Das Pace Car, der Porsche müsste gleich einbiegen, genau. Ja. Geht ab in den Box. So eine Runde, eine Kurve und dann los geht die wilde Fahrt. Der Vierte gibt Speed vor und da, die grüne Flagge ist gefallen. Noch nichts gesehen. Ja, das ist ganz hinten. Ich gehe mal davon aus, dass erstmal alle hier sauber durch die erste Kurve kommen. Sieht gut aus, sieht alles gut aus, alles vor. Oder der Lambo ist aus der Box gekommen oder was? Nein. Nee, der war auf Position 15. Genau, Johnny ein Platz schon gut gemacht sozusagen. Und auch hier vorne ein schöner Kämpfer. Oh, da der erste Unfall, Philipp Seitz. Oh ja, der ist kaputt und dann knallt immer wieder die ja. Mauer, oh ja. Da der nächste. Eingeschlagen, nächsten zwei. Okay. Was ist da passiert? Ich spiele mal ein bisschen zurück. Bernie noch gerade vorbei. Oh, angedrückt mit dem Ferrari und... Oh, das ist aber, oh nein, muss ein Bernie, kriegt hinten eine drauf, vorne, oh nein. Kann er noch weiterfahren?
Danny Färbner. Simon Huber im Front, dahinter Sascha Zacek und Marek Zibersky mit dem kaputten Auto fliegt noch einmal ab. Siebel Sattelhut. Eddie Garcia auf dem Platz dahinter. Ja, es hat schon so einige Verschiebungen gegeben. Und der Vierte hat auch einen Knick im Heckflügel. So, Bernie ist jetzt quasi hinter dem Sven Xobanchi oder wie der heißt, er ist auf dem dritten Platz gewesen, ne? Ja. Ja. Schauen wir mal. Versuch dran vorbei. Und, ja, super. Bernie mit seinem weiß-goldenen Porsche vorbei. Mit der Raffi Bartar-Werbung. Oh, hier, nächste Start und Ziel eingeschlagen. Und Daniel Nielsen ist jetzt hier, der schmeißt seine Kiste gleich nachher. Oh, der Simon Huber hat sich gedreht gerade mit der Nummer 8. Boah, Nummer 1, 2, 3, 4, 5 Autos in der Box. Autos, es ist ein Sechster kommt in die Box. Unglaublich. Der Bernie ist auf dem 9. Rang. Wahnsinn. 11 Plätze nach vorne gespielt und der hat auch mit seiner Prophezeiung doch recht gehabt. Ja. Also ganz unbeschadet ist er nicht durchgekommen. Tatsächlich hat er hinten einen leichten Kontakt gehabt. Ja, hier sind so einige Dinge, die ganz unbeschadet durchgekommen. So zum Beispiel der Marek hier oben im Replay seht ihr, er hat den Faden jetzt ganz verloren. Die Führung der Glenn Höck, der zweite Porsche. Hat erstmal auf jeden Fall so ein bisschen Luft nach vorne und nach hinten. Kann erstmal ganz in Ruhe fahren. Und oben im Replay sehen wir schon wieder unseren Marek Zimberski, der jetzt völlig von der Rolle ist. Hier haben wir mal den Noah Hendricks im Blick mit dem schwarzen Ferrari. Heute etwas mehr Glück wie in auf dem Nürburgring, Platz 7. Bernie, sein Auto scheint unbeschädigt. Hat keinerlei Beschädigung, der hat einen kleinen Knick am Arsch, aber... Also das sollte jetzt aber die Aerodynamik so nicht stören, ne? Bernie hat auch ein 2000er Eye-Rating hier. Ja, der ist richtig durchgestartet im letzten Rennen. Ich bin letztens mit ihm Spar gefahren, das war ein geiles Rennen. Das hat mega Spaß gemacht. Da gucken wir mal ein bisschen auf die Spitze, wie es aussieht. Den haben wir vorne. Vorne haben wir den Glenn Höck. Dahinter 5,3 Sekunden Sascha Zacek. Ja, 2 und 3. Das ist so eine schöne Gruppe da, guck mal, Platz 2, 3 und 4. Der dritte Platz, Siebel Sattelhut oder so ähnlich. Und auf Platz 4, Eddie Garcia. Also die Plätze 2, 3 und 4 ganz eng im Kampf. Dahinter auf Platz 5 mit der Nummer 10, der Matt Noor, der sich im Kampf mit dem Joao Oliveira befindet. Der Gold BMW. Auch ein enger Kampf. Und dahinter klappt dann schon eine Lücke von 6,8 Sekunden zum Noah Hendricks. Und hinter ihm Daniel Nils, der so langsam aufholt. Gab es gerade einen Abflug, hast du ihn gesehen? Von einem blauen Ferrari. Von einem blau-orangen Ferrari. Ich kann mal ein bisschen zurückspulen. Ja, der ist oben auf dem Berg. Eddie Garcia. Moment, ich guck mal. Das müsste Eddie Garcia gewesen sein. Eddie Garcia, genau. Oh Mann, was ist das? Denn sein Auto sieht nämlich beschädigt aus, Platz 4. Ja. Aber der müsste eigentlich... Ist so weit rausgekommen und dann hinten rechts eingeschlagen, aber ordentlich. Eieieiei. Müsste eigentlich ein Reparatur fällig sein. Also das Auto fährt nicht mehr gerade. Ja. Das heißt, wir haben, wenn er quasi noch ein
Platz gut gemacht. Aber er fährt weiter. Ja, aber das Auto, das ist krumm, das siehst du. Nicht die Box. Guck mal, das Lenkrad steht auf jeden Fall schief bei ihm. Ah, vielleicht hat er Glück gehabt, ne? Edi Garcia auf dem vierten Platz. Ben Knutzen, der letzte deiner Fahrt, mit auch schon arg lackierten Fahrzeug. Und der Bernie fährt jetzt mittlerweile ein einsames Rennen. Nach vorne 3,8 Sekunden, nach hinten 5,2. Ja, da tut sich nicht viel. Aber der ist schon in den Pluspunkt. Da sehen wir oben im Replay schon wieder den Marek, der scheint heute völlig überfordert zu sein, und das in dem 2000er Eyrating-Feld. Das sind eigentlich alles Silvertreiber oder angehende. Ja, das ist keine schlechte Taktik, ne? Vielleicht mal von hinten zu starten. Ja, na, wenn du mit dem mittleren Top-10-Platz zufrieden bist, auf jeden Fall. Wenn du vorne angreifen willst, dann musst du von Anfang an dabei sein. Ja, aber schau mal, der Bernie hat ja die Startnummer 15, das heißt so, ist eher von dem I-Rating niedriger als der, sag ich mal, die vorderen. Von daher hat es keinen Sinn mehr. Also, der wäre wahrscheinlich auch durch die Quali irgendwo im Mittelfeld gelandet, aber gerade da ist es dann halt sehr gefährlich. Ne? Aber trotz der Beschädigung holt der Eddie Garcia auf mit seinem beschädigten Ferrari auf den Siebel-Sattelhut. Ja, tatsächlich. Ja. Ich glaube, da könnten wir ein bisschen bleiben. Das scheint irgendwie interessant zu werden. Ja, ja, ja. Der ist schon im Angriffsmodus. Ja. Ja, der hat seinen Schrotthaufen da gut im Griff, würde ich mal sagen, oder? Ja. Der Aerodynamik wird oft überschätzt. Ja. Jetzt haben wir ja auch Windschatten. Doppelt sogar. Ui, und da. Oh, der ist aber jetzt super. Der Siebel ist am Anschlag, hast du gesehen? Ja, ja, ja. Und der geht vorbei. Ja. Ja. Ah, das ist, ne? Wenn du diese Kurven, wenn du die super erwischt da vor den langen Geraden. Und da blinzelt der Ben Knutzen schon zu. Ja. Ja, weil beide Ferrari beschädigt, die sind bestimmt im Club. Da wollten wir Hallo sagen. Vor ihm da der Ben Knutzen auf Platz 12 überrundet. Ja, macht freien Platz hier. Macht erstmal freiwillig Platz hier. Der sieht auch nicht mehr so ganz frisch aus, ne? Der Ferrari vorne, allerlei. Ja, der Mount Panorama, der ist für viele typisch. Vor allen Dingen dann unten raus vor das Elbow, wenn du unter Druck stehst, dann fährst du gerne mal geradeaus in die Mauer. Aber der Bernie hat seinen schicken Rennwagen voll gut im Griff. Remy Mata. Ja. Wird man ihn vorher getrunken haben. Ich habe mir ja auch das Replay gerade angeschaut, ne? Ja. Das, hör mal, also ganz ehrlich, ich glaube, da habe ich auch ganz schön einen Tee gehabt, kann das sein? Ich habe doch vorher gesagt, ja, dass du extra eingetrunken hast, weil das ja die ganze Zeit nicht funktioniert hat, ohne zu trinken. Bei uns ist doch das Team-Motto, don't drive without a drink. Genau, da hat der Bernie hier mit seinem Remy Martin genau die richtige... Der ist da ganz weit vorne. Oh, hier jetzt der... Eddie und der Sascha. Oh ja. Okay. Sascha versucht wieder zurückzuerobern, aber steckt jetzt mal ein bisschen zurück gerade. Irgendwie habt ihr einen Zwischenfall gehabt, weil der 7. Sattelhut ist vorbei. Der Sascha Zadek war die ganze Zeit Zweiter. Ja, ich guck mal, zurück wahrscheinlich. Geht's rund bei den beiden. So, wo das war, das wissen wir nicht, ne?
aber ab Platz 12 alle schon runden Rückstand. Und ich glaube, Huber, Sainz und Kopf, die haben schon aufgegeben. Und da haben sie immer den Ben Knutsen in seinem lackierten Ferrari, seinem blauen Bier. Und hier ist auf jeden Probleme Fall wieder gerät. Vorbei. Der Sascha. Ja. Zack, 6. Das ist auf jeden Fall ein schönes Rennen, die beiden. Die scheinen ganz Spaß zu haben. Ne? Also so von der Beschädigung würde ich sagen, der Orange-Blaue hat ein bisschen mehr mitgekriegt. Ne? Ja, ja. Und der Joao Oliveira, der holt langsam auf von in dem Red Bull BMW. Ja, da bin ich gerade drauf mit der Kamera auch. Und auch der Matt Noor hinten, der hat noch Anschluss, wenn die sich da vorne nicht einig sind. Aber hinter dem Matt Noor ist da eine dicke Lücke, 10 Sekunden. Ja. Zwischen Matt Noor und Daniel Nielsen. Ja. Und der Daniel Nielsen, der fährt hier einsames Rennen. Nach vorne 10 Sekunden, nach hinten 6. Und so Bernie, der holt langsam auf Noah Hendricks auf. Der hat ihn schon vorne vor sich sehen. Ja. Bei 2 Sekunden jetzt, mal schauen. Das sind ungefähr 100 Meter, 110 Meter. Und da sehen wir es oben im Replay. Eddie Garcia, Position 4, schmeißt sein Auto die Mauer. Ja, also ich würde mal sagen, so, die sind ungefähr auf gleichem Niveau. Haben auch beide ungefähr 2000 i-Racing. Bernie hat die Mohrrübe vor sich. Die Mohrrübe? Ja, der Noah Hendricks ist ein Bernie seine Mohrrübe. So. Eddie Garcia steht in der Box, also dürfte der Bernie jetzt Achter sein. Jawohl, ist er auch. Ja. Matt Noah hier mit dem grünen Audi. Wird auch einsam vor sich hin. Ja. 3 Sekunden nach vorne, 10 nach hinten. Aber guck dir mal auf die Front, der hatte auch schon mal irgendwo eine kleine Begegnung. Der hat, der zieht eine Schnute. Ja. Der Audi? Ja. Oh ja, der guckt ganz traurig. Da hat so die Rückwinkel hochgezogen. Aber der hat nach vorne 4 Sekunden und nach hinten 10. Also, als aber nächstes bahnt sich an der Joao Oliveira hinter dem Sascha Zack Zack. Ja, das könnte da auch nochmal interessant werden. Joao Oliveira, null Fehler, Job hier, fährt hier. Und der hat ja auch hier selbst. Aber Sascha Zadek ist auch mit der 19 gestartet, also der hat auch nur 1900 i-Rating. Ja, der ist gut dabei, auf jeden Fall. Wo ist denn dieser blau-orangene Ferrari? Der steht in der Box. Der ist in die Box gefahren. Eddie Garcia. Oh, der das Ferrari ist der Platz, hat den Fehler gemacht. Ist ja weit gegangen und. Jetzt sagen, geht er durch. Oder? Ja. Nee. Oder doch? der wehrt sich noch. Der wehrt sich. Nicht mehr lange, schätze ich mal. Aber ein wundervolles Duell um den letzten Podestplatz. Ja. Jetzt. Ja, der hat nicht zugemacht wie du. Du bist innen geblieben. Ja gut, aber der hat mich dann außen überholt, das war peinlich. Aber ich wollte auch nicht auf Biegen und Brechen, weil der war sowieso schneller als ich. Aber tolles Überholmanöver. Ciao Oliveira damit letzter Podestplatz. Ja. Während hier der Glenn Hück einsam und verlassen, 5 Sekunden Vorsprung auf den Siebel Sattelhut, der hier mittlerweile auch in seinem Apple Design BMW nach vorne 4,5 Sekunden und nach hinten 6,6 Sekunden Platz hat. Ja, Bild, ja. Der Nummer 18. Genau. Der Joao Oliveira, der hat schon 1 Sekunde rausgefahren. Dann schauen wir uns mal an, was der Bernie macht. Der Bernie hat verloren auf den Noah Hendricks. Der war schon mal ein Stück näher dran. Ja,
hat sich jetzt, glaube ich, auf seinem 8. Platz eingerichtet. Wir sind jetzt noch 3 oder 4 Minuten müssen sein, oder? Ja. Ich habe jetzt hier 16 Minuten 30 abgelaufen. Der letzte noch im Führungsgefühl war, glaube ich. Ich glaube, da tut sich jetzt nicht mehr so viel. Ich wollte mal die Gelegenheit dann mal nutzen und dann mal Berni seine erste Runde aus dem Cockpit. Das war bestimmt interessant. Also, gucken wir mal. Da sieht man schon, ne? Da ist der, genau, da war der Lamborghini vom Anfang. Natürlich, wenn jetzt gleich da halt ein Unfall passiert, das sieht man nicht unbedingt, ne? Weil so vielen Autos, wenn man halt da dicht hinter einem ist, wird halt einem auch die Sicht versperrt, ne? Natürlich hat man einen Spotter, der sagt, okay, da ist was los, oder man sieht den Raum. Hier, das ist immer eine sehr kritische Situation, da sieht man schon, da fliegt einer. Hier haben wir noch ein schönes Duell, die Plätze 9 und 10, die letzten beiden in der Führungsrunde, Tristan Williams gegen Andrea Girella. Ja, dann gucken wir gleich mal. Lamborghini gegen Porsche. So, jetzt sind wir wieder live, dann gucken wir mal, was der Patrick da erzählt hat. Aber der hier auch zu hat der Tristan einen kleinen Vorteil holt in Gap raus. Das ist der zweite, wie gesagt, aber ich glaube, da sind keine Duelle mehr, oder? Vorne ist mittlerweile alles nicht klar. Ja. Da wird es nicht viel Überraschung geben. Ja. Der Joao Oliveira hat mittlerweile auch 2,3 Sekunden zum Sascha Zadek rausgefahren und nach vorne 5 Sekunden Abstand, also der wird sich nichts mehr verschieben. Ich schätze mal, es wird noch 1 oder 2 Runden geben. Weiße Flagge, White Flag, White Flag, letzte Runde. Die letzte Runde und ich würde sagen, wenn der Bernie dann auf der Gegengeraden ist, dann locken wir uns mal zu ihm. Und hier der Lamborghini, der am Anfang auch direkt das ganze Feld vorbeifahren lassen musste, der ist auch auf Platz 10, ne? Ja, ja. Das Auto mit der Nummer 1 mit 2100 iRating, der Michael Hillenbrand auf Platz 13, ganz weit hin. Ja, hier haben wir den Erstplatzierten in seiner letzten Runde. Wenn ich das richtig verstanden habe, Patrick, ne? Ja. Ja. Der Glenn Höck, der Zweite. Nochmal den Dipper runtergeknallt. Super, was eine Geschwindigkeit der hier drauf hat. Das letzte war Richtung Forest Elbow auf die Gegend geraten. Ein blitzsauberes Rennen, Glenn Höck. Aber dahinter der Dipper gesattelt. Auch ein super Rennen gefahren. Mega. Mega. Die ersten drei, die haben die ersten drei. Die haben plus 92, plus 88, plus 77 iRating. Auch Joao Oliveira von hinten nach vorne gefahren und das ohne irgendjemand abzuräumen. Keinerlei Beschädigung am Kfz. Ja. Sascha Čaček in dem grauen Ferrari konnte sich dann doch durchsetzen gegen den blau-gelben. Dahinter Marek Szymborski, der ist überrundet auf dem 16. Platz. Ja. An der Audi mit der Schnute. Oh, der jetzt nochmal sein Auto richtig wegfeuert hier am Schluss. Oh nein, was ist da passiert? Oh mein Gott. Und dahinter ihm kommt der Matt Noor, der jetzt über die Ziellinie fährt. Uiuiui, der Marek hier, der wollte gleich nochmal das Auto wegfeuern. Ist einfach übermotiviert. So, dann haben wir als nächstes Daniel Nielsen. Super. Ja, ich
super Rennen, dahinter unauffällig. Nur Hendrik am 7. Platz. Dann der Berli, juhu! 8. Platz. So, dann kommen wir jetzt mal zu Berli ein, ja? Ja, geh mal zu. Hallo Bernie. Ja, hi. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Deine Taktik hier abgegangen. Das Auto doch heile gewesen, weil Tommy von Beschädigung berichtet hat. Aber ihr habt jetzt halt Feld überrundet. Ja, am Anfang. Ja, da waren mal direkt in der ersten Runde 8 Incidents. Ja. Ne, weil einmal A dann direkt in dieser Hana links. Ja. Ja. Erste Runde, das haben wir auch gesehen, ja. Und dann hat sie, ich kam rechtzeitig zum Stehen, aber dann hat mich von hinten einer angesetzt, in den Reihen vorne reingeschoben. Und ich so, jetzt scheißegal, Vollgas und ich gebe ihm durch. Ja. Beiseite geschoben und fertig. Und dann war vor mir dann noch irgendein scheiß Ferrari, der die ganze Strecke gebraucht hat. Und dem habe ich dann auch noch einen Tetzer verpasst. Und dann hat er Platz gemacht. Ja, na gut, ab dann wurde es dann quasi nach vorne gespult, ne? Ja. Das geht. Wir haben immer mal wieder so ein bisschen auf dich geschaltet. Super. Aber guck mal, 8. Platz gibt's nach meiner Rechnung plus 27 i-Rating. Oh, das ist schon in Ordnung. Cool, jetzt mal gucken, ob deine Rechnung stimmt. The number 75, the Black Tree Race Crew and GTEs. Because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette. As Thomas looking left and right, he goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. Some ghost contact between them is going to shove the Corvette off track of Silverdale. And the number 75, that puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the chain. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going.